Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du eingeschaltet hast und dass du mehr Selbstliebe für dich kultivieren willst. Das ist ganz toll und es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Nicht nur für hochsensible Menschen. Mein Name ist Michaela Rödel. Ich bin selbst hochsensibel und ich kenne diese ganzen Themen sehr gut von mir selbst. Und ich arbeite als Beraterin und Coach für hochsensible Menschen in Altdorf bei Nürnberg und auch online über Zoom. Ja, wie gesagt, heute geht es ums Thema Selbstliebe. Das ist ja so ein bisschen ein schwieriges Thema, gerade für hochsensible Menschen. Also, ich muss sagen, eigentlich alle oder die meisten hochsensiblen Menschen haben da einfach ein Thema damit, was auch, glaube ich, viel mit der Geschichte zusammenhängt und damit, dass hochsensible Menschen einfach oft ja nicht so gewürdigt wurden für das, was sie sind oder nicht so gesehen wurden für das, was sie sind. Also einfach empfindsamer und mehr wahrnehmend als andere Menschen. Also allzu oft haben sie gehört, sei nicht so empfindlich, stell dich nicht so an, nimm das doch nicht so tragisch, was hast du denn schon wieder? Und wenn du selbst hochsensibel bist, dann kennst du das mit Sicherheit auch, diese Sprüche oder auch dieses Subtile einfach. Also, dass man einfach von anderen oft so das Gefühl mitkriegt, dass man irgendwie anders ist oder dass man sich anpassen sollte, dass man anders sein sollte. Also, das hat ganz viel damit zu tun, wenn man immer wieder von außen diese Rückmeldung kriegt, du bist nicht in Ordnung, so wie du bist. Du solltest anders sein. Das ist ein ganz großer Punkt, der einfach es schwierig macht, sich selbst zu lieben und selbst so anzunehmen, wie man ist. Was auch noch dazu kommt, ist, dass hochsensible Menschen einfach ja, sehr viel wahrnehmen und auch sehr selbstkritisch sind, sehr perfektionistisch und auch sehr hohe Ansprüche an sich selbst haben. Und das steht natürlich auch so der Selbstliebe, der Selbstannahme im Weg. Wenn man immer irgendwas findet, was nicht an einem passt, was noch besser sein könnte, das kann jetzt am Körper sein, zu dick, zu dünn, zu helle Haare, zu dunkle Haare, da noch was, aber auch an der Persönlichkeit, an den Eigenschaften. Ja, ich möchte gern belastbarer sein, ich möchte gern nicht so empfindsam sein, ich möchte gern zielstrebiger sein, ich möchte gern selbstbewusster sein, ich möchte mich gern mehr durchsetzen können. Also all solche Sachen, ja, wo hochsensible Menschen einfach unzufrieden sind oder einfach einen höheren Anspruch da an sich selbst haben und anders sein wollen, besser sein wollen und Schwierigkeiten haben, sich selbst so anzunehmen, wie sie sind. Ja, dazu kommt dann auch noch der Punkt, dass hochsensible Menschen oft verlernt haben oder auch ja, durch gewisse Situationen sich einfach dafür entschieden haben, nicht mehr auf ihr Gefühl zu vertrauen, also auf ihre Wahrnehmung zu vertrauen. Wenn man einfach von außen oft die Rückmeldung kriegt, das, was du fühlst, ist falsch, du müsst anders fühlen, du müsstest anders empfinden, dann kommen ja schnell so Selbstzweifel, ne? Ist das überhaupt richtig, was ich da fühle? Stimmt das überhaupt? Kann ich dem überhaupt vertrauen? Und dann kommt auch so eine Unsicherheit, ne? Sich selbst gegenüber. Und das führt ja auch zu so einer Selbstentfremdung. Also ich kann mir nicht mehr vertrauen, ich kann meinem Gefühl nicht vertrauen, ich nehme da lieber ein bisschen Abstand zu meinen Gefühlen. Also, ne, das sind alles so ein paar Punkte, die ich einfach mal erwähnen möchte, warum es hochsensiblen Menschen oft schwerfällt, sich selbst anzunehmen und zu lieben. Und ich bin mir sicher, du kennst es und es gibt ja auch einen Grund, warum du jetzt dir dieses Video anschaust. Und ich möchte dir da einfach eine kleine Übung an die Hand geben, die ich persönlich ganz toll finde. Also ich selbst arbeite viel mit Achtsamkeitsübungen und mit Meditationen und gebe das auch gerne meinen Klienten so mit. Und ich finde, das sind einfach so ja, tolle Übungen, die gerade für hochsensible Menschen so toll sind. Also hochsensible Menschen ja, reagieren nach meiner Erfahrung sehr gut auf Meditationen oder mögen Meditationen sehr gerne, weil es ja viel so wieder mit dem Spüren zu tun hat, ne? Wieder so in den Moment zurückzukommen, entschleunigen, Kontakt mit sich selbst aufzunehmen.
Und heute habe ich die Metta-Meditation für dich. Vielleicht kennst du die auch schon. Das ist eine uralte Meditationsform, die schon tausende von Jahren praktiziert wird und jetzt auch wieder sich neuer Beliebtheit erfreut. Das finde ich ganz toll. Und in dieser Meditation geht es darum, eine liebevolle Haltung sich selbst gegenüber zu entwickeln, was wir ja alle wollen. Wir wollen ja uns freundlich begegnen, wir wollen uns ja annehmen und liebevoll mit uns selbst sein. Und da geht es darum, sich selbst was Gutes zu wünschen. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch und vielleicht ist es auch schwierig für dich, aber ich lade dich ein, das einfach mal auszuprobieren. In dieser Meditation sagen wir uns innerlich immer wieder so Sätze, also dass wir uns selbst was Gutes wünschen. Also konkret bedeutet das, wir sagen uns, möge ich glücklich sein, möge ich frei sein, möge ich gesund sein, möge ich frei und unbeschwert durchs Leben gehen. Das sind so diese alten Metta-Sätze, die kann man natürlich auch noch variieren und du kannst die auch für dich umgestalten, dass es gut passt und dass es stimmig anfühlt. Aber es geht eben darum, sich selbst was Gutes zu wünschen und du wirst merken, dass es sehr, sehr kraftvoll ist und dass es wirklich deine Haltung dir selbst gegenüber verändert, wenn du dir selbst was Gutes wünschst. Weil du bist dann derjenige, der diesen liebevollen Wunsch empfängt und du bist gleichzeitig der, der diesen Wunsch aussendet. Und das macht ganz, ganz viel. Und das sind so Samen, die du aussehen kannst. Samen der Selbstliebe, Samen für eine gute und friedvolle Haltung dir selbst gegenüber. Ja, ich lade dich ein. Im Anschluss jetzt gibt es eine kurze Metta-Übung, die du gerne mitmachen kannst. Und probier es einfach mal aus, wie es sich für dich anfühlt, welche Erfahrungen du machst, wenn du dir selbst was Gutes wünschst. Und dazu ist noch zu sagen, dass es natürlich nicht von heute auf morgen geht, dass du dann einmal diese Übung machst und dann auf einmal vor Selbstliebe strotzt, ne? Das sind natürlich alles Übungssachen, die auch eine Zeit lang brauchen. Wenn du dir überlegst, du hast dir dein Leben lang vielleicht immer Vorwürfe gemacht, hast dich selbst kritisiert, warst böse und gemein zu dir selbst, dann dauert es natürlich auch eine Zeit lang, bis du das wieder umlernen kannst und da einen anderen Blick, einen liebevollen Blick auf dich lernen kannst. Genau. Also, probier es aus, üb's. Ja, am besten jeden Tag. Und du kannst es auch in deinen Alltag integrieren. Zum Beispiel, wenn du morgens oder abends vorm Spiegel stehst, kannst du dir selbst was Liebevolles sagen, was Liebevolles wünschen. Oder einfach deine Hand auf dein Herz legen und sagen, möge ich glücklich sein, möge ich glücklich sein. Das ist so kraftvoll. Und diese verändernde, liebevolle Kraft, die wünsche ich dir wirklich von Herzen in deinem Leben, dass du dich immer mehr annehmen kannst und immer mehr wertschätzen kannst, genau so, wie du bist. Such dir einen ruhigen und warmen Ort und sorge dafür, dass du für die Zeit der Übung nicht gestört wirst. Mach's dir bequem, auf einem Stuhl, auf der Couch, auf einem Meditationskissen oder Bänkchen oder auch im Liegen, wie du magst. Vielleicht magst du dir auch noch eine Kerze anzünden und es dir so richtig schön, gemütlich und bequem machen. Wenn es dir leicht kalt wird, dann leg dir eine Decke bereit und du kannst dich auch gerne in eine Decke einhüllen, dass es dir einfach bei der Übung warm ist. Und dann schließ gerne deine Augen. Nimm drei tiefe Atemzüge. Atme ein
und aus. Und nochmal tief ein. Und aus. Und einen letzten tiefen Atemzug. Ein. Und ausatmen. Und dann spür mal für einen Moment in deinen Körper hinein, wie er sich gerade anfühlt, wie du gerade hier sitzt oder liegst. Und gib nochmal Gewicht und Spannung ab. Lass los. Entspann dich. Verbinde dich mit deinem Atem. Spüre, wie er ein- und ausströmt. Und lass dich von deinem Atem tragen. Komm ganz bei dir an. Bei dir selbst. In deiner Mitte. In deinem Sein. Und dann sprich innerlich in deinem Herzen immer wieder diese Sätze. Möge ich glücklich sein. Möge ich glücklich sein. Und spür mal, wie sich das anfühlt für dich, wenn du dir selbst was Gutes wünschst. Vielleicht kannst du dir noch ein Lächeln dazu schenken. Möge ich glücklich sein. Möge ich glücklich sein. Möge ich glücklich sein. Möge ich frei sein. Möge ich frei sein. Möge ich frei sein. Und spür mal in dein Herz hinein, was du jetzt fühlen kannst. Vielleicht Ruhe, Frieden, Liebe, Dankbarkeit. Nimm das wahr. Und sage dir dann noch im Innern den Satz: Möge ich voller Frieden und unbeschwert durchs Leben gehen.
möge ich voller Frieden und unbeschwert durchs Leben gehen. Möge ich voller Frieden und unbeschwert durchs Leben gehen. Möge ich voller Frieden und unbeschwert durchs Leben gehen. Wenn du magst, dann kannst du auch deine Hand oder beide Hände auf deinen Bauch oder auf deinen Herzraum legen und spür diese Nähe zu dir und diese freundliche, mitfühlende Haltung dir selbst gegenüber. Und verweile da noch für ein paar Augenblicke. Lenk dann deine Aufmerksamkeit wieder auf deinen Atem. Nimm ihn wahr . Wie ist dein Atem jetzt? Und stell dich dann darauf ein, die Übung langsam zu beenden. Du kannst nochmal einen tiefen Atemzug nehmen. Und gerne noch einen. Und öffne deine Augen. Reck dich und streck dich. Komm wieder im Hier und Jetzt an und bewahre dir diese guten Wünsche für dich selbst und diese Haltung der Liebe und der Fürsorge für dich selbst und nimm sie mit in deinen Alltag. Erinnere dich immer wieder dran und sprich dir diese Sätze im Alltag auch immer wieder zu.